Du hast etwas verstärkt nächsten Kelchextrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke sollte haben noch einen längeren Zeitraum. Perfekt. So, habt ihr genug? Kann ich jetzt Missionen weitermachen? Perfekt. Ich kann die Hauptstory endlich weitermachen. Sehr starke Stöhnen. Ich wusste es, Clive. Paps hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherja ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Paps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Clive. Was weißt du über Barnabas Tarm? Nichts. Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier. Matt! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können. Beeilung! Sonsreck! Alle Mann! Auf eure Posten! Seid ihr bereit? Ja. Wow, wie geil. Das sind aber einige. Matt kann jede Sekunde gebrauchen. Hinter mich, Lord Rossfield. Ich krieg diese Dreckskabel schon. Hinter dich. Mein Erdbrecher hat schon Kämpfer ganz mit Angst erfüllt. Da warst du doch ein Dreckelser hoch. Ja. Und tschüss, meine Freunde. Entspannt dich, Alter, ich mag mit. Die ist so cool. Jetzt so eine freche Zunge, aber wiederum. Jetzt so eine freche Zunge, aber auch schon wieder so cool. Feier ich einfach übelst.
So, besiegt. Aber es reicht immer noch nicht. Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle mal an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Clive? Was? Aber ich dachte, er wäre... Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch. Ja. Sondern eine Schöpfung Odins. Genau. Oh je. Was? Was? Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? Nein. Ja, wahrscheinlich. Bereit für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannte mich die... Als ob einfach. Und wir setzen einfach Megaflare ein. Da werdet ihr schon alle fallen. Ich auch. Also normalerweise in der Mythologie ist Sleipnir ja auf jeden Fall der Fisch, Fisch sag ich schon, das Pferd, auf den Odin reitet. So war es eigentlich bisher immer gewesen. Leute, wollt ihr langsam aufs Schiff? Nö. Da haben wir noch ein paar Gegner, die müssen wir erstmal niedernehmen. Aber coole Idee. Und nochmal coole Idee. Also die Idee feiere ich. Jetzt oder nie, Clive. Schnell, wow, selbst Byron konnte noch springen. Mit seinem Alter. Ja, Hüfte ausgerechnet, natürlich. Entkommen, wow. Schön. Wir können Gigaflare machen.
Gefällt mir. Los mit! Ja, ja, und gleich fängt er. Volle Kraft voraus. Beste Entscheidung, ey. Wirklich. Was willst du? Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Wäre zu schön, wenn Mit einen Antrieb über hätte. Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich habe dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Bis bald. Durchziehen, Freundchen. Gut. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Gnade.
Was habe ich getan? Milord! Ah, das Mädchen lebt noch. Gott sei Dank, ey. Ich dachte, es wäre tot. Muss nicht sein. Ist zwar nur so eine Zwischennebenrolle, aber trotzdem. Muss nicht tot sein, finde ich. Muss Semmekes umfahren und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonehill. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Einher ja gesichtet. Jawohl. Aufwachen, Jungs! Volle Kraft! Die Höfen müssen Funken sprühen! Hey, hey. Spürst du das? Ja. Alle Mann, auf die Posten! Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Wie eine Motte, so folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Doch jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Ja, jetzt geht's ab, Alter. Alles klar, ab zum Kampf! Ja, macht mich nieder!
Und tschüss, meine Freunde. Seid ihr richtig am Arsch? Der Prozess hilft euch da nicht mehr. Easy. Töte mich nicht. Hier war einer? Tatsache. Nö, nö. Ja. Okay, wenn er ein großer ist, dann kommt's. Dann hämmern wir auch Mega Flare 4 rein. Soll sich ja lohnen.
bewundernswert auf jeden Fall, dass die so aggressiv draufkloppen. Und wirklich für einen? Okay, da kam ich her. Glaube ich. Oder kam ich von hier? Ich glaube, ich kam von hier, ne? Alles klar, ich kam von hier. Tolga! Tolga! Anna! Müssen wir da hinten rein, denke ich mal. Auch der Erde. Das ist schon mal gut. Ich habe nicht vor, euch zu töten. Nicht euch. Warte mal. Wir haben genug davon. Scheiße. Mann, Gigaplayer 5000, 6000, Bruder. Des Feuers? Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Ah, der hat seine finale Gestalt. Geil. Auf seinem Pferd. Sleipnir. Vergessen.
Alter! Geht einfach durch. Ja, nee, klar hat er das Wasser gespalten. Okay. Schaffst du's? Es geht schon. Ja, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding hochgeht. Wohin? Ja, komm, er kommt höchstpersönlich, um uns eher zu erledigen, oder was? Oder sein Team ist ja unnormal episch, ey. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören. Die letzten Mutterkristalle und deuten die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts. Außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen, ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht. Vertrau mir, Jill. Nein, müssen wir nicht. Es gilt, dich an deine Pflicht zu erinnern. Yeah.
letzte Verblendung eines törichten Mannes. Du wagst es. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte, wären wir alle Götter. Gibst du so schnell auf? Niemals! Clive! Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre... zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude. Denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen, wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst.
Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst und wir folgen unseren Regeln. Nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe... Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück!